Hallo Freunde, hier ist wieder euer Schurtalk. Heute mit einer brandneuen Folge Pokémon Go Kampfliga. Wir befinden uns weiterhin in der Superliga, und zwar im Remix Cup. Ja, das würde ich sagen, let's go! So, wir gehen jetzt auch rein in den ersten Kampf. Aha, die Gegner werden höher, ich sehe schon, Level 9, okay, ist egal, Schlaraffel wird auch den noch besiegen können. So, Registeel, da etwas schwierig, müssen wir mal gucken, wie wir den bekämpfen können, habe ich noch nicht getestet. Werden wir einfach mal mit Body Slam, werde ich nicht so viel machen, aber mit ein bisschen Glück wird er das jetzt schon mal schilden, aber ja, ganz ehrlich gesagt, ich glaube es nicht, weil Level 9 da, nee, siehst du, da fällt man nicht mehr drauf rein. Oh, er wechselt raus, oh, ist recht. Harry kommt rein, aber wenn Harry kommt, dann muss ich erstmal rüber zu Velser. Erstmal rüber zu Velser. Oh ja, zur Attacke nicht schön. Das muss ich wegschilden. Und dann gibt es hier erstmal gleich ein bisschen Schlamm rüber. So, den Nahkampf schilden wir mal weg. Jo, jetzt gibt es eine Schlammbombe. Komm, Verteidigung sinkt. Angenehm. Jawohl, ein bisschen noch mehr aufgeladen, damit wir gleich eine zweite noch parat haben. So, jetzt mal rüber damit. Erstmal Harry loswerden. Okay, Animation zeigt uns zwar nicht an, aber du hast es weggeschildert. Ist egal, eine zweite gibt es hinterher. Die hat ja schon fast fertig. So, Harry, komm, noch ein Schild wird es dir nicht wert sein. Ziehen wir rüber. Ja. Ui, ja, ja, ja. Oh, haut ja gut rein, ne? Na, Harry. Ui. Ah, Harry, ob ich noch einen Nahkampf abhaben möchte? Noch ein Schild? Ah, komm, ich schilde das weg. Ist mir zu gefährlich. Velser brauche ich noch. Velser kann ihn nämlich ganz gut für Registeel noch gebrauchen. Das wäre schade, wenn jetzt Velser schon draufgegangen wäre. So, Harry, sind wir los. Ich habe zwar keine Schilde mehr, aber egal. So, oh, Simsala, wunderbar. Schlammbombe, gleich rüber. Komm, Velser, du machst das schon. Jawohl, komm. Fetzt auch gut rein. Gibt's gleich... Ah, du wieder raus. Ah, Registeel, ja. Ah, gut, dass ich vorhin auf der Tag gekommen bin. Einmal Schlamm für Rigi. Das mag er auch nicht so. Ja, das habe ich mir vorgestellt. Sehr effektiv, so soll das sein. Ja, ich würde mal sagen, schnell mal rüber. Jawohl, Schlaraffel wird hier erstmal die Attacke abfangen. Das hat gut gepasst. Das Timing war gut. Jetzt Lichtkanone, tut weh, ist egal. So, weiter. Body Slam wird nichts machen. Da muss ich einen Knirscher rüber drücken. Der macht ein bisschen mehr... weniger als ich ja, gerne hätte, aber gut, was soll's. Ich muss unbedingt dein Schild noch loswerden. Ah, okay. Dein Schild war es dir wert. Verteidigung sinkt, hat auch gut geklappt. Und ja, noch ein Knirscher kommt Knirscher. Na, hätte ich gerne noch vorher rüberbekommen, aber naja, gut. Sei's drum. Gut, Lichtkanone nimmt mich raus. Aber mein Freund Velser ist ja noch da. So ein bisschen die Uhr runter ticken lassen. Velser hatte, glaube ich, sogar noch seine Schlamm. Na komm, ja, Schlammbombe, komm. Ach, er geht wieder raus. Jetzt weiß ich nicht, wer kommt, aber gut, ist egal. Jetzt gibt es ein bisschen Schlamm. Auf Verdacht. Velser nimmt sie, wie sie kommen. Ach, Simsala, stimmt ja, du warst es ja. Ganz kurz. Und jetzt kommt noch ein bisschen Schlamm für Rigi. Komm, ja. Ich glaube, Velser hat gerade sein ganzes Team auseinandergenommen, würde ich mal sagen. Schlamm für alle da, ne? Ja, Schlammbombe. Jo. Ja, also ohne Velser hätte ich Registeel, glaube ich, schlecht wegbekommen. Aber da war er natürlich genau richtig. Ja, so können wir reinstarten ins erste Match. Da sind wir zufrieden. Und dann wollen wir gleich mal gucken, was uns in Kampf Nummer 2 erwartet. So, Remix Cup wieder. Ich muss sagen, der Remix Cup, der macht Spaß, weil man trifft wirklich mal auf Pokémon, die man vorher nicht so gesehen hat und... können so spannende Sachen bei rumkommen und es ist nicht immer so dieser Alltagsort. Ariados habe ich noch gar nicht gegen gespielt, wo wir gerade schon mal sind mit Pokémon, die es nicht so oft gibt. Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Puh, wie immer erstmal ein Body Slam zum guten Tag sagen. Ich hoffe ja, dass Schlaraffel auch nicht jeder kennt, aber mittlerweile glaube ich, weiß nicht. Dürfte bekannt sein, der Kollege. Naja, Eichhörnchen, Taktik, noch zweimal Body Slam und du bist weg. Vorausgesetzt, ich überlebe erstmal deine Attacke. Ich weiß aber gar nicht. Du hast bestimmt irgendwas mit Gift, ne? Nur wegschütteln. Oh, Giftstreich. Kann ich so gar nicht beantworten. Hätte ich, glaube ich, überlebt. Oha, du kommst ja auch sauschnell zu deinen Attacken. Ja, jetzt werden wir es mal abchecken. Giftstreich. Oh, hätte ich das gewusst, hätte ich mein Schild aufgespart. Okay. Damit komme ich noch zweimal den Body Slam hin. Und dann bist du weg. Das sollte ich vor dir überleben. Oha, ist ja auch ein Schild wert. Na ja, dann. Das heißt, du möchtest mich auch aus dem Weg haben.
Ja, da müssen wir mal gucken. Da müssen wir mal gucken. Wenn du mich auch gerne aus dem Weg haben möchtest, wovor hast du denn Angst mit meinem Schlaraffel? Wen hast du noch in der Hinterhand? Ach, hallo! Knuddel, na jetzt weiß ich. Ja. Dann muss ich mal schnell abwechseln. So, Welser. Jawohl, jetzt müssen wir Welser reinholen. Wenn Knuddel da ist, ist Welser-Zeit. Schlammbombe. Ja. Rüber damit. Ja, hast du weggeschüttelt. Ich glaube, noch eine Schlammbombe und du bist weg, ne? Ich glaube, Knuddel mag keinen Schlamm. Jo. Du hast aufgeladen. Oh, sieht auch süß aus mit seinen Augen, ne? So, wegschilden, Knuddler. Möchte ich nicht abbekommen. Und jetzt gibt es die Schlammbombe und dann sollte das für Knuddel eigentlich schon gereicht haben. Jo, dürfte passen. Ah, schade. Ja, komm, ich muss aber vor. Komm, ja, Knuddel und lad auf, ich komm vor. Ach, du wechselst schon wieder? Oh, er ist ein ganz wilder Wechsler, ne? Ein ganz wilder Wechsler. So, was war das? Landturm, habe ich es richtig gesehen? Auch für dich haben wir Schlamm da. Ja, natürlich. So, du bist Typ Elektro und Typ Wasser. Was legst du auf? Elektro? Musst du, ne? Weil Wasser schadet mir nicht so stark. Elektro ist schlecht. So, rüber damit. Komm. Ah. So, jetzt komm zur Attacke. Komm, komm. Oder komme ich vorher noch? Habe ich noch eine? Ja. Ah. So, du hast aufgeladen bis ins Unendliche. Ja, ich kann nur mit Schlaraffel reingehen, weil du wärst, egal mit wem ich reinkomme, sofort eine Attacke rausdrücken. Das ist ziemlich sicher. So, Schlaraffel. Komm ich noch vorwärts zum Bodyslam? Du hast nicht eingesetzt. Ich komme noch zum Bodyslam. Schade für dich. Du hättest eigentlich, naja, gut. Ja. Wollen wir nichts sagen. Nehmen wir doch gerne mit. So, jetzt noch ein Bodyslam. Komm, Knuddel, das reicht auch für dich noch. Hier haben wir doch für jeden was da. So, Schlaraffel. Ich weiß gar nicht, was ich spielen soll, wenn die Hyperliga kommt. Ich habe mich so mit Schlaraffel angefreundet. Können die auch mal testen in der Hyperliga. Mal gucken, was er drauf hat. Überlege ich mir mal. So, ganz wenig hast du jetzt noch von den kurzen Kollegen. Ne? Also das reicht natürlich für Schlaraffel, aber jetzt hier Quabu. Da, kurz mal ausgeholt. Dann dürfte... Das darf man jetzt aber nichts machen. Ne? Nicht, dass du mich jetzt hier so finnischen Move-mäßig jetzt nochmal ein... Ne? Nein. Ja, gut. Macht mir nichts. Gut. Dann gibt es ja nochmal alles treffen. Und dann war's das. Ariados. Tja. Ach, macht gar nichts. Du Heiliger. Oh, dann muss ich Eisattacke noch... Oh, ja. Gut. Hauen wir noch einmal Gift rüber. Und dann müssen wir zur Eisattacke kommen, weil das brachte ja überhaupt gar nichts eben. Das war ja... Oha, macht schon mehr. So, Eishieb, komm. Der Eishieb muss jetzt richten. Da muss er auch reichen jetzt. Und ab damit. Jawohl. So gefällt mir das schon besser. Tja, man kann sich's echt nicht merken, ne? So viele unterschiedliche Pokémon, die sonst nicht gespielt werden. Was weiß ich, was die für Attacken haben, ne? Aber das macht's auch irgendwie spannend. Das macht's ja auch irgendwie spannend. So, gehen wir rein in Kampf Nummer 3. Rein in Kampf Nummer 3. Gegner wird gesucht. Geht eigentlich einigermaßen zur Zeit. Ladezeiten waren da schon mal viel länger. Aber sind alle höher als ich, ne? Letztens hatte ich noch das große Glück, immer gegen Level 1 Spieler zu spielen. Habe mich schon gewundert. Aber das ist vorbei. Jetzt sind sie alle höher. Aber so wenig Kämpfer auch interessanter. So, der Body Slam erstmal wieder rüber. Erstmal Body Slam. Los, komm. Oh! Zedra King. Body Slam wirst du nicht abhaben, ja? Ich glaube, der tut dir richtig weh, wenn ich mich hier entsinne. Ich glaube, das wirst du jetzt nochmal schilden. Weil ich glaube, der Body Slam, der fegt bei dir richtig rein. Ja. So richtig rein, naja. Okay, aber jedenfalls noch ein Body Slam würde reichen für dich. Aha, ein Reitschuh, hallo. Auch du kriegst erstmal einen Body Slam. Guten Tag sagen hier. Jawohl. Rüber damit. Jo. Macht schon was. Und noch ein Body Slam und auch du bist weg. Ah, das ist ja so Schlaraffel und Body Slam, du, das ist ja auch. Da gibt es eigentlich wenige, die dagegen anstinkern können.
Solltet ihr auch mal spielen, also kann ich empfehlen. Siehst du, hat er auch schon gemerkt, deswegen das zweite Schild. Ich habe noch beide Schilde. Nur als Info, falls er das noch nicht gemerkt haben sollte. Jo, dann gönne ich mir doch schon mal eins. So, dein Donnerblitz, den kannst du dir sonst wo, ne? Und jetzt gibt's noch einen Body Slam, dann bist du schon mal weg. Jo. Ein Schild habe ich noch. Den Kampf können wir eigentlich gar nicht mehr verlieren, es sei denn, er hat sein drittes Pokémon da irgendwelche Superhelden. Weiß ich nicht, wen er da haben könnte, aber dann kann es nochmal knapp werden. Aber ansonsten, da kommt bestimmt noch ein Body Slam, ne? Ach, oh, oh, Entei. Da komm. Ah. Umsonst aufgeladen. Den Body Slam hätte ich dir gerne reingedrückt, aber na gut, ich habe noch ein Schild. Dann nehmen wir jetzt Velsa, der kommt schnell zu seinen Attacken. Ja, das machen wir so. Velsa, komm rein. Dann gibt es hier eine schöne Schlammbombe. Ach, gehst du wieder raus? Ganz wildes Wechselchen. Naja, ist recht, von mir aus. Ich komme zur Schlammbombe, das dürfte für dich auch schon mal reichen. Und dann kannst du den anderen Kollegen wieder reinschicken. Cool, nach einer kurzen Pause. Ah, nein, nicht zur Attacke. Komm, nein, er kommt zur Attacke. Ja. Da muss ich schön. Hydropumpe, ich weiß nicht. Nicht, dass sie nach irgendwas komisch läuft. So, haben wir noch ein bisschen aufgeladen, auch recht. Und dann haben wir noch ein bisschen was von Entei. Ein bisschen ist gut, ein bisschen mehr, ne? Aber ist egal. Ich komme vorher zur Attacke. Und ich habe ja auch noch hinten, also als Backup mit meinem Quabu. Das wird schon hinhauen. Ui! Ja, das war es dann wohl schon. Ja, gegen Schlamm haben die Gegner hier auch wenig gegenzusetzen. Das passt momentan ganz gut. Jedenfalls in den Bereichen, wo ich hier noch spiele. Ja, das war's dann. Er hat zwar mit reichlich legendären Kollegen probiert, Raichu Entei, aber hat ihn nicht so richtig weitergebracht. Würde ich nochmal überdenken. Jo. Remix Cup, sag ich nur. Werde ich in der Hyperliga ausspielen, Remix Cup. Mal gucken, wie viel da ausspielen wegen den Punkten, aber jo, ich glaube, das wird eine feine Sache sein. Das macht einfach irgendwie Bock. Das andere ist einfach, ach, da kennt jeder jedes Pokémon und naja. Remix Cap, das ist ganz gut. Die Beldra, oh, hier von der Partygeschichte mit Hut da. Gab es so ein Event von nicht allzu langer Zeit, habe ich auch. Aber kein brauchbares, um das irgendwie in der Superliga zu spielen. Außerdem finde ich ihn eigentlich zu schwach. Mit oder ohne Hut. So, Schlaraffel, willkommen. Du hast keine Klamotten an, aber das ist egal. So, ja, ja. Schnelle Attacke da drüben. Ja, hast recht. Also bis jetzt habe ich noch nicht ein Pokémon in der Superliga getroffen, was schneller zur ersten Ladeattacke kam, wie mein Freund Schlaraffel. Deswegen spiele ich ihn. Weil so kann man immer sofort Druck ausüben. Guck, er hat zwar zwei Attacken jetzt, aber ich habe trotzdem die erste gehabt. Er kommt da zu seiner zweiten schneller als zu seiner ersten, aber die Drachenklaue tut mir auch nichts. So, jetzt lade ich noch mal ein bisschen auf. Jetzt habe ich jetzt noch zweimal den Body Slam. So, mal gucken, was du dazu sagst. Jo. Der Abend dämmert so langsam rein. Sieht auch echt schön aus mit den Wolken da so im Himmel. Ist ganz nett. So, noch ein Body Slam. Kannst du ihn noch ab? Oder war es das schon? Oh, Puffiness. Hallo. Hast du auch noch ein Schild? Na, guck mal. Body Slam, Body Slam. Ja. Tja. Ich hoffe, euch wird das nicht ein bisschen langweilig mit Schlaraffel, aber er macht zum Spiel einfach zu viel Spaß. So, schnell mal rüberwechseln. So, schnell mal rüberwechseln zu Velsa. Aus taktischen Gründen, weil das geht ein bisschen schneller. Und Schlamm dürfte dir auch einiges machen. So, ja, hast du auch schon gemerkt, deswegen schnell abgewehrt. Ist mir aber egal, ich komme noch zu... Nee, komme ich nicht, aber... Parfiness. Eines von den neueren Pokémon. Wurde in der letzten Season noch nicht gespielt, weil den gab es noch nicht. So, deine Elektroattacke kannst du da mal schön behalten. Elektro gegen meinen kleinen Freund hier, der wäre nicht so schön. Aber wir hatten ja Gott sei Dank noch ein Schild. So, Schlamm ist aber für dich nicht schön. Jetzt will ich mal sehen, dass ich dich noch schnell runterfahre. Noch ein bisschen kommen, bevor du zur Attacke kommst. Ja, passt doch. Schlamm ist schon wieder so gut wie aufgeladen. Und Schlammbombe rübergekommen. Oh, in Shiny. Sieht aus wie was Falsches gegessen in dem Grün, aber... Ja, okay. So, ein noch. Komm ja, du brauchst viel zu lange zum Aufladen. Ah, die Sofortattacken drücken leider. Das war... So, pokern wir. Schlaraffel rein. Du kannst weiter aufladen und Schlaraffel ist weg. Das wäre schlecht für Quabu, ne?
Probieren wir es mal? Wir probieren es. Komm. Kurzattacke. Komm ich noch. Das hat, ja. Vorhin hat es nicht geklappt. Da war Schlafel gerade um einen weg. Aber diesmal kriegen die Bodyslam noch durch. Das war nicht unwichtig. Ich glaube, wenn du jetzt noch mehr Energie aufgeladen hättest, dann ja, hätte Quabo alt ausgesehen. Aber hätte, wenn und aber. Gibt es Gott sei Dank nicht. Und hat ja gereicht. So, das war, glaube ich, schon Kampf Nummer 4. Läuft ja ganz gut. Mal gespannt, wann die Serie reißt. Sie wird nicht ewig halten. Aber wäre doch schön, wenn wir den fünften jetzt hier auch noch nach Hause fahren könnten. Würde ich doch ganz gut finden. So, mal gespannt, wer jetzt noch wieder kommt. Wen habt ihr denn noch so am Start? Hauen wir mal ein Pokémon raus, was wir noch nicht gesehen haben. Komm, ein bisschen Spannung hier. So, Maskerregen, okay. Ach, der hat auch Anfallen und so ein Kram, oder? So. Ach, Sofortattacken bringen ihn gar nichts. Und Body Slam interessiert ihn, glaube ich, auch wenig. Ich glaube, der ist anstrengend. Der sieht auch so unscheinbar aus, aber ich glaube, für mein Team ist der anstrengend. Ja, wobei, doch nicht. Ich hätte jetzt gedacht, der Body Slam macht ihn viel weniger, aber jetzt kommt er mit Anfallen oder irgend so ein Kram. Ja, ne? Oh, Unheilbühne. Das war, glaube ich, ganz gut, dass ich eingesetzt habe. Da wollte er mich aber hier. Ja. Oh, Toxiquack. Oh, ja. Da muss ich rüber. Welsa, bitte. Toxiquack. Da kann die Schlaraffel nicht viel aussehen. Ja. Oh, wobei geht. Okay, ist egal. Geht. Bleib ich. Haben sie Bodyslam stärker gemacht? Also ich habe gedacht, früher Bodyslam gegen Toxiquack bringt nicht so viel. Okay, Schild ist weg. Ach, du hast noch ein Schild. Ah, das ist schlecht. Da muss ich einen Bodyslam drücken. Wieso kommst du eigentlich drüber nicht zur Attacke? Du willst dir die alle aufsparen, ne? Du musst ja Minimum schon 2 Attacken auch schon am Start haben. So, noch ein Schild. Ja, er versucht was. Ich muss rüber, bevor er noch weiter aufladen kann. Siehst du? Weil Schlaraffel, der hätte noch, so, ich sag mal, so 2 Sofortattacken hätte er sich noch aufgeladen. Das musste ich unterbinden. So. Auch Schlammbombe. Aber, Kollege, dir macht die Schlammbombe mehr als mir, nur als Info. Jetzt habe ich natürlich kein Schild mehr. Du wärst noch eine Schlammbombe gedrückt. Das macht mir nicht so viel, aber meine reicht für dich. Ja, guck mal, das geht ja, ne? So, wer mit Schlamm schmeißt, kriegt Schlamm zurück. Ja, und komm. Ja, du, wer mit Schlamm schmeißt, kriegt Schlamm zurück, kann ich nur sagen. Das wäre doch ein ganz cooler Slogan fürs Titelbild, oder? Überlege ich mir mal. So, jetzt weiter geht's hier. Ah, bringt ja auch gar nichts bei dem Kollegen, ne? Da müssen wir was anderes machen. Dann müssen wir erstmal. Oh, das hat gut gepasst, ne? Gut abgefangen mit Griffel. Ich sag schon Griffel. Schlaraffel. Oh, das hält er sogar aus. Ah, nicht schlecht. Wenn ich das zum. Ja, schlechtes ausgehalten habe. Wenn ich wenigstens zum Bodyslam gekommen wäre, wäre das gut gewesen. Aber so, ja, hilft alles nichts. Welsa kommt, wir müssen pokern. Komm ich noch zum Eis? Komm, ich muss noch den Blizzard. Nee, geht nicht mehr. Ich sag ja, Maskeregen, ne? Der sieht aus, als wenn er da nichts aushält. Und ja, Ratzfatz hat sich hier erledigt. Ja, Unheilbühne, schönen Dank. Guck, Quabo, jetzt musst du aber mal hier zum Endspurt, ne? Das hilft alles nichts. So ein Steigerungshieb. Ich sah hier schon wieder sichere Sieger aus. Und jetzt wird es hier noch ein bisschen eng. Jetzt müssen wir noch ein bisschen aufpassen. Oh, bringt ja auch gar nichts. Das tut mir, tut so weh. Zwei Tage kommt da auch noch. Der kann doch jetzt mit seinem kleinen Kram nicht mal ein ganzes Team da jetzt eliminieren. Ne? Und halb. Ja, oh Mann. Hilft alles nichts. Komm, Steigerungshieb. Das reicht aber noch nicht ganz. Na komm, klein noch, komm, hau ab. Jetzt wird's eng. So, hilft alles nichts. Eishieb. Ich muss mit dem Eishieb hier finishen. Bei Raichu, dann reicht das. Das könnte funktionieren. Oh, nee, es reicht nicht. Leute, Maskeregen, sag ich nur. Der sieht aus wie so eine Motte im Licht, ne? Aber im Prinzip hat er mein Team zerstört. Also. Serie ist gerissen. Da haben wir es doch schon. Schade, aber 4-1. Naja, gut.
Wollen wir nicht mehr ganz so. Sofort-TM, da habe ich schon so viel von. Mach eine Lade-TM draus, würde mich mehr freuen. Ah, noch eine Sofort-TM. Eine Lade-TM. Oh, da kommt doch heute mal richtig was raus da, ne? Na gut. Für den Levelaufstieg reicht's wohl? Jo, passt. Rang 6? Super. Freunde, sollte euch das Video gefallen haben, dann würde ich mich freuen, wenn ihr noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Macht die Glocke an, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns doch im nächsten Video wieder, würde ich sagen. Jo, bis dann. Tschüss und ciao, euer Shurtalk. Bye, bye.